Aber das wird eine verkürzte Session im Sommer. Aber vielen Dank, dass ihr heute dabei seid. Ich möchte damit starten, damit ich den Haftungsausschuss starte. Teige, wenn du die Präsentation startest, dann wäre es super. Die bereitgestellten Informationen dienen der Aufklärung und stellen keine medizinische Beratung oder einen Ersatz für eine medizinische Beratung durch einen Arzt oder eine andere qualifizierte medizinische Fachkraft dar. Die Informationen sollten nicht dazu verwendet werden, ein Gesundheits- oder Fitnessproblem oder eine Krankheit zu diagnostizieren. Wenden Sie sich immer einen Arzt, wenn Sie medizinischen Rat oder Informationen zur Diagnose und Behandlung benötigen. Wir erheben nicht den Anspruch, eine Krankheit zu behandeln, zu diagnostizieren, zu lindern, zu verhindern oder zu heilen. Also ich muss euch sagen, nachdem Sculpt und Crush herausgegeben haben, da haben wir so viele Erfahrungsberichte. Aber auch so viele Personen, die hinterfragt haben, wieso sie nicht Gleichgewicht verlieren. Genauso wie bei Ozempic. Einige verlieren kein Gewicht mit Ozempic. Das ist das Gleiche mit unseren Produkten natürlich auch, weil das Ziel ist natürlich, dem Körper zu helfen, so gut zu sein, wie es nur geht. Und ich habe es wirklich sehr oft erklärt. Ich möchte es nochmal machen, weil ich denke, es ist ganz wichtig. Jeder ist ein bisschen anders aufgebaut. Die DNA schaut anders aus. Nicht jeder kann so ausschauen wie Regina in ihrem Alter. Ich sage das so, also ich meine es so, wir sind alle anders, wir schauen alle anders aus. Nicht alle sind schlank, nicht alle sind, wie gesagt, also ich denke, jeder ist perfekt, wie man ist, aber wenn deine Vision perfekt von Perfektheit so ist, wenn du wie eine Barbie, dann sind wir das nicht alle und das ist in Ordnung, weil nicht jeder mag Barbie. Und wenn du aber Gewicht verlieren musst und der Körper bindet einige Dinge, dann ist es frustrierend. Und ich nutze Stephanie Voss, meine Assistentin, als Beispiel. Sie hat sehr viel Gewicht verloren bei Sculpt und Crush. Sie ist ein super Beispiel. Ich bin ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür. Einige haben jetzt weniger verloren. Aber wie ich es gesagt habe, Regina, als ich das erste Mal darüber gesprochen habe, ich habe gesagt, sie ist gut, wenn sie Sculpt mit Crush nimmt, habe ich ihr gesagt, weil wegen den Peptiden, Aminos und Proteinen. Aber ich möchte ein bisschen heute eine Trainingssession machen und Dr. Fadwa wird es beenden. Dr. Fadwa ist ein PharmD und sie wird es ein bisschen anders mit technischen Begriffen erklären. Aber ich wollte sie dabei haben heute, damit sie es auch mit euch besprechen kann. Ich kann nie sagen, dass man sicher Gewicht verliert, wenn sie Produkte nehmen oder wenn die Crush nehmen und besser leisten. Aber der Baker war letztens hier, hat sehr viele Probleme mit seinem Fuß und er hat jetzt gesagt, sein Knie fühlt sich viel besser an und er sagt, dass da Crush und Scope dafür verantwortlich sind. Vielleicht ist das aber nicht bei jedem der Fall. Also machen wir da weiter, damit wir die Wissenschaft dahinter verstehen. Und damit ihr auch Fragen stellen könnt. Wir möchten die Fragen auch beantworten können beim Call. Das haben wir immer vor eigentlich. Also heute geht es um Insulinresistenz und Gewichtszunahme. Also, was ist Insulinresistenz? Ich weiß, dass Clay das mal angesprochen hat und ich habe das auch schon mal ein paar Mal gesagt, aber Insulinresistenz ist ein Zustand, bei dem die Zellen im Körper weniger gut auf Insulin reagieren. Insulin ist ein Hormon, das wird von der Bauchspeicheldrüse produziert und reguliert den Blutzuckerspiegel. Es ist sehr wichtig, dass man das wirklich reguliert und der Körper richtig oder besser funktioniert. Wir wissen jetzt, dass mit Insulinresistenz und mit Problemen bei Diabetes, das hat wirklich Auswirkungen auf das Herz, das Gehirn, auf die gesamte Funktion des Körpers. Früher haben wir nur gedacht, dass es vielleicht Auswirkungen auf den hohen Blutdruck hat oder dass man Probleme hat mit Gewichtszunahme. Wir wissen das mittlerweile, dass das an den ganzen Körper Auswirkungen hat. Und es ist sehr wichtig, wenn man Insulinresistenz hat, dann kann man auch sterben davon. Sehr wichtig, das richtig zu regulieren. Es ist sehr oft mit Übergewicht im Zusammenhang, physische Aktivitäten, Genetik, wie den polyzystischen Ovarialsyndrom und Altern. Aber ich muss dazu sagen, das ist nicht mehr genau. Es gibt sehr viele Leute mit Diabetes, Insulinresistenz, die ständig trainieren, die nicht übergewichtig sind, die keine anderen medizinischen Probleme haben, nur Insulinresistenz.
Und wenn wir einiges zu Umweltfaktoren wie Schwermetallen in Verbindung setzen können, und ich denke, Clean Slate, darüber reden wir sehr oft, wie denn der Körper bereinigt. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Man muss auch verstehen, dass das nicht über Nacht passiert. Ich bin natürlich immer in einer einzigartigen Position, weil ich nichts behaupten darf. Und ich habe auch eine einzigartige Position, weil ich die Fallstudien weltweit sehe. Und auch mein Anwalt Preston, der hat auch Diabetes und die sind besser geworden. Und der schaut auf seine Ernährung, seine Gesundheit. Aber das ist nicht der Fall bei allen. Einigen dauert es viel länger. Bei einigen müssen die Medikamente weiternehmen, aber unsere Produkte helfen dabei. Und jede einzelne Situation ist einzigartig. Und von dem her bekomme ich immer Fragen über Sculpt und Crush und ob sie aufhören können mit den Medikamenten für Diabetes und Insulinresistenz. Meine Antwort ist, jede Person ist anders. Und ich bin nicht Ihr Arzt oder Dr. Fadwa wird diese Fragen auch nicht beantworten können. Aber was wir machen können, euch es zu erklären, damit ihr einfach die best ausgebildete Entscheidung, begründete Entscheidung treffen könnt. Und wie die Trinity-Personen geholfen hat oder diese Produkte. Aber bei einigen Körpern dauert es einfach länger. Erinnert euch daran, jede einzelne Person ist unterschiedlich und seid nicht frustriert. Ihr müsst auf diesem Weg weitermachen und ihr müsst dem Körper die Nährstoffe geben, was es braucht, damit es einfach so gut leisten kann, wie es nur geht. Also was sind die Faktoren, die Insulinresistenz beeinflussen? Also Genetik ist einer davon. Der Körper hat unterschiedliche Variationen. Also jeder Körper produziert und reagiert anders auf Insulinresistenz. Also ist Genetik und Epigenetik-Komponente. Dann Lebensstil, also physische Aktivität und Ernährungsgewohnheiten sind sehr wichtig. Leute mit sehr viel Zucker und verarbeiteten Lebensmitteln, zum Beispiel viel Chips oder sehr viel Schokolade, sehr viele Dinge, die verarbeitete Lebensmittel haben, das trägt zu Insulinresistenz bei. Und das muss ich wirklich in einer sehr netten Art und Weise auch sagen. Um dorthin zu kommen, wo wir sind, jeden Tag in unserem Leben, das hat nicht einen Tag benötigt, um Diabetiker zu sein und Insulinresistenz zu haben. Manchmal hat man schlechte Gewohnheiten, wie viel zu trinken, viel Zucker zu essen, nicht trainieren. Und vielleicht isst du das jetzt nicht mehr, nicht viele verarbeitete Lebensmittel und du versuchst, Zucker zu vermeiden. Aber das bedeutet nicht, dass all diese Jahre, wo du es falsch gemacht hast, das sofort weg sind. Ja, bei einigen Personen passiert das schnell, bei anderen dauert das viel länger. Also erinnert euch, gebt da nicht auf, liebt euch und arbeitet mit eurem Körper, bleibt positiv und versucht es so gut zu machen, wie es nur geht, weil ihr werdet nie zur Ziellinie kommen beim Körper. Übergewicht ist etwas Fettleibigkeit. Wenn ihr wirklich dünne Leute seht, aber sie haben Zellulite oder einen großen Bauch, das ist etwas, woran sie arbeiten müssen, weil wenn du diesen abdominales weißes Bauchfett hast, das wird sehr oft in Verbindung gebracht mit Insulinresistenz. Und es ist mit sehr vielen Gesundheitsproblemen, Herz-Kreislauf, das wissen wir auch, das Alzheimer Typ 3, damit in Verbindung steht, das also ist alles verbunden. Also wenn du dünn bist, aber du hast ein Bauchfett, erinnert euch, das ist wirklich viel überflüssiges Körperfett, was von Zuckern oder Insulinresistenz resultiert. Und es ist ein Entzündungszyklus. Das möchtest du abschalten, damit du dem Körper alles gibst, was es braucht. Zuerst alles bereinigen, das sage ich immer. Und wir wissen, dass Clean Slate sehr viel hier unterstützen kann und dem Körper dann alles geben, was es braucht. Ich nehme Relief Greens, das hilft mir wirklich. Viele von euch wissen, dass ich, meine Mutter, ich, mein Sohn Prädiabetes sind. Ich schaue nicht so aus, aber das ist genetisch einfach so, dass es in mir programmiert wurde. Von dem her arbeite ich wirklich sehr konsequent daran, jeden Tag, damit ich das Beste mache. Aber es gibt Tage, wo ich viel zu viel esse, viel zu viel Kohlenhydrate habe und ich versuche wirklich dem Körper alles zu geben mit den Root-Produkten und ich esse aber nicht immer die richtigen Dinge. Also ich versuche mit Sculpt
einfach meinen Körper zu unterstützen, besser den Stoffwechsel zu unterstützen. Aber ich schaue auch immer auch tägliche Gewohnheiten und dass ich weiß, dass ich auch nicht perfekt bin, aber ich versuche, das Beste für meinen Körper zu geben. Alterung ist auch verändert den Stoffwechsel. Jeder über 40 hat es festgestellt, dass der Körper nicht mehr gleich ist. Und die Zusammensetzung vom Körper verändert sich manchmal, Umwelt verändert sich und Lebensstil auch. Und als Beispiel, ich bin immer im Flugzeug, ich fliege immer herum und manchmal ist es nicht gut für meinen Körper. Das ist ein Umweltträger, der einen Einfluss auf mein Abnehmen und mein Insulin geben kann, auch Diabetes zum Beispiel. Deswegen ist es wichtig, darauf zu achten und mit dem Körper zusammenzuarbeiten, damit wir den Körper wiederherstellen. Wie machen wir das? Zu entgiften, sehr viel Wasser zu trinken, grünen Tee, viel Training, man fokussiert sich auf genügend Schlaf und ja, wir haben Produkte bei Root, die dabei helfen können. Und dann gibt es Dinge wie andere polyzystische Ovarialsyndrome, und das kann auch bei Insulin und Diabetes Probleme verursachen. Es kann auch dazu führen, dass Gewicht schwer loszuwerden ist. Ich habe einige Freunde, die polyzystische Ovarialsyndrom haben und ich weiß, dass dankbarerweise Crush und Sculpt diesen Personen geholfen hat. Und das ist etwas, was ich festgestellt habe. Ich kann das nicht behaupten, dass sie deshalb zugenommen haben, aber einige mit polyzystischen Ovarialsyndrom haben Probleme gehabt und Sculpt hat da wirklich großartig geholfen, dass sie abnehmen konnten. Und als wir Crush hinzugefügt haben, Crush hat mit Muskelmasse und Stoffwechsel genauso geholfen, damit du ein 1 bis 2 Herangehensweisen hast. Du startest mit Clean Slate, dann hast du diese zwei anderen Produkte und mit den anderen Produkten von Root. Da haben wir sehr viel Erfolg gehabt bei sehr vielen Menschen. Und zumindest auch beim Abnehmen und wie sie sich fühlen. Insulinresistenz ist so, dass man den Körper wieder ins Gleichgewicht bekommt, dauert. Vielen Dank für eure Laborwerte, die ihr mir zugesendet habt. Da sieht man oft die Veränderung. Und das können wir dann nur in die Fallstudien geben, wenn wir damit diese Daten haben. Nächstes Slide. Und zwei neue Produkte, die wir sehr erfolgreich herausgegeben haben weltweit. Also wenn ihr über Sculpt, über Crush redet, dann versucht wirklich alle aufzuklären, wann sie, wie sie es nehmen. Ihr werdet dann über Alter, Lebensstil, Stoffwechsel reden, Ernährung, Ernährungsgewohnheiten, Schlaf, all diese Dinge. Spielen eine Rolle dabei. Wieso ist Insulinresistenz etwas, was wir ansprechen? Das ist eine gesamte Session heute. Wieso? Insulinresistenz wurde immer häufiger. Clayton und Dr. Farber haben auch darüber reden, über Stoffwechselkrankheiten, das, was eine Epidemie ist, weil das fast jeder hat. Das sind sehr viele Probleme weltweit. Wir waren auf dem Weltwirtschaftsforum und sie haben gesagt, dass das eine Krise ist, Übergewicht und Fettleibigkeit. Und das ist nicht etwas, das nur in den Vereinigten Staaten und Europa passiert, sondern weltweit. Und wenn man sich das anschaut, was sind die Risikofaktoren? Ich weiß, dass einige oft fragen, und ihr wisst, dass Typ-2-Diabetes ist einfach Insulinresistenz ist ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung von Typ-2-Diabetes. Niemand möchte, dass das ist, wenn die Bauchspeicheldrüse nicht mehr genügend Insulin produzieren kann, um die Resistenz zu überwinden. Der Blutzuckerspiegel steigt an und das führt zu Diabetes. Und nach einer gewissen Zeit können Blutzuckerspiegel Organe und Gewebe schädigen, was zu Komplikationen wie Nervenschäden und Nierenerkrankungen und Augenproblemen führen kann. Also wenn man Augen-, Nerven- oder Nierenprobleme hat, dann sollte man auf Diabetes testen, weil das ist oft in Verbindung. Das Ziel mit den Produkten ist, dass sie in den Körper reingehen, bereinigen, den Körper restaurieren und den Körper zum Funktionieren bringen. Um das zu machen, muss man alles in Gleichgewicht bringen. Also wenn du Typ-2-Diabetes hast, dann musst du auf deine Gesundheit achten, um das loszuwerden, weil langfristig das wird große Probleme verursachen, auch kann auch zum Tod führen, wenn man das nicht kontrollieren kann. Insulinresistenz ist auch oft mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen
in Verbindung gebracht. Insulinresistenz steht in Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzkrankheiten. Ein hoher Insulinspiegel im Blut kann zu Fettablagerungen in den Arterien führen. Wenn man viel Zucker oder Alkohol trinkt, dann hat man diese Risikofaktoren. Das ist einfach ernsthafter als Gewicht zuzunehmen, weil Herzinfarkt und Schlaganfall, das kann natürlich eine große Veränderung im Leben herbeiführen. Sculpt und Crush wurden, das habe ich oft gesagt, nicht dazu gemacht, um abzunehmen und gut auszuschauen, sondern zuerst einmal das Innere bereinigen und diesen Bereichen helfen. Fettleibigkeit, das ist der Zusammenhang zwischen Insulinresistenz und Gewichtszunahme. Überschüssiges Körperfett, insbesondere im Bauchbereich, kann zu Insulinresistenz beitragen. Andererseits kann die Insulinresistenz die Gewichtszunahme fördern, indem sie die Fähigkeit des Körpers zur Regulierung des Blutzuckers und Fettstoffwechsel stört. Das habe ich vorher auch angesprochen, dass wir diesen Zyklus kappen müssen, um dem Körper Vitamine und Mineralien zu geben. Wir müssen alles unterstützen, damit der Körper einfach von innen wunderschön ist. Während ihr euch über das Äußere Sorgen macht, müsst ihr über euch Gedanken machen, was im Inneren passiert, dass es so schön sein kann, wie es nur geht. Also wirklich, ihr müsst das realisieren innerhalb vom Körper. Das gibt euch die Stärke, um jeden Tag anzugehen. Und darauf muss man sich vorher fokussieren, bevor man sich auf Veränderungen fokussiert. Polyzystisches Ovarialsyndrom, das ist eine hormonhormonelle Störung, die Frauen im reproduktiven Alter betrifft. Und wenn man männliche Hormone zu viel hat und es kann zu unregelmäßigen Menstruationszyklen, Unfruchtbarkeit und übermäßigen Haarwuchs führen. Und das ist auch mit Insulinresistenz im Zusammenhang. Und sehr oft habt ihr mich hier angesprochen, wegen nicht-alkoholischer Fettlebererkrankungen. Insulinresistenz ist ein wichtiger Risikofaktor hier. Das ist nicht lustig zu haben. Ich habe einen Freund, der das hat, der eigentlich nichts trinkt, kein Alkohol trinkt, aber Fettlebererkrankung hat. Und das ist wirklich überhaupt nicht gut. Das verursacht viele Sachen, auch Schuppenflechte. Also darauf muss man wirklich achten. Und nochmal, was war die Intention von Crush und Sculpt und von dieser Produktlinie und den Körper einfach den pH-Wert im Körper beizuhalten und Krankheiten loszuwerden. Das machen wir mit diesen Produkten. Nächstes Slide. Also, was ist der Zusammenhang zwischen Insulinresistenz und Gewichtszunahme? Insulin ist ein Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse produziert wird, den Blutzuckerspiegel reguliert, indem es die Aufnahme von Glucose in den Zellen zur Energiegewinnung oder Speicherung erleichtert. Wenn das nicht richtig funktioniert, dann ist der Körper nicht in der Lage, Zucker zu regulieren oder die Energie zu bekommen, dass es braucht. Und sehr oft ist es so, wenn man Insulinresistenz hat und Diabetes, sind die Leute müde. Die haben keine Energie. Stoffwechsel funktioniert nicht richtig. Der ganze Körper kompensiert. Insulin spielt auch eine wichtige Rolle in Fettstoffwechsel. Also einige, die Fett gespeichert haben im Körper, das ist vielleicht nicht eure Schuld, vielleicht habt ihr Insulinresistenz und es speichert einfach. Und das habe ich auch vorher gesagt. Wenn der Körper anfängt, Fett zu speichern, wenn du ein Produkt nimmst am Anfang, dann wird das freigelassen im Körper und es kann länger dauern, so auszuschauen, wie wenn du Gewichtsverlust, weil es sehr lang gespeichert wurde. Deswegen ist es ein langsamerer Prozess und das muss man realisieren. Insulinresistenz kann auch die Appetitregulierung beeinträchtigen. Hohe Insulinspiegel können die Signale stören, die Hunger und Sättigung steuern, was zu einer erhöhten Nahrungsaufnahme führen kann. Und das kann manchmal passieren, dass man zuerst Hunger hat und der Körper noch mehr braucht, weil du versuchst, mit den Insulinproblemen im Körper zurechtzukommen. Und es dauert dem Körper, sich anzupassen. Metabolisches Syndrom, das ist nochmal ein wichtiges Thema, was besprochen werden muss. Das sind unterschiedliche Konditionen. Abdominale Fettleibigkeit ist dabei, hoher Blutdruck, hoher Blutzucker und abnormale Lipidwerte. Ich erinnere Leute immer, wenn sie ein Labor machen, Bluttest machen, egal ob man schlank ist oder übergewichtig ist, man muss das machen und dann muss sich das anschauen, ob man etwas im Körper, Fett hat, Blutdruck, Bluthochdruck und Lipidwerte.
Abnormale, weil wenn man diese hat, das ist ein Signal, dass du ein Stoffwechselsyndrom hast und das ist ein metabolisches Syndrom hast und das ist ein Problem. Nicht nur, wenn man zunimmt, sondern Typ 2 Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme, aber auch Alzheimer. Sie stehen damit im Zusammenhang. Deswegen muss man sich darauf fokussieren. Auch es gibt Entzündungen und hormonelle Ungleichgewicht. Ich rede ständig über Entzündungen. Wenn man metabolisches Syndrom, insulinresistent Diabetes hat, dann bist du entzündet im ganzen Körper. Man muss diese Entzündung abschalten. Und das ist wirklich sehr wichtig für Leute zu realisieren. Es ist ein Zyklus, das ist eine Zunahme von Gewichten, das bis zu, wenn man sagen würde, wenn jemand böse ist und man hat schlechte Tage oder man ist böse, weil es einen schlechten Tag gehabt hat. Also es ist in beide Richtungen möglich. Man muss den Zyklus abschalten im Körper. Und als ich an Scalp gearbeitet habe, war für mich so wichtig, diesen Zyklus zu stoppen. Ich habe verstanden, dass das metabolische Syndrom wichtig ist. Insulinresistenz ist ein großes Thema, Diabetes. Als ich angefangen habe damit zu verstehen, mit Alzheimer und ALS, das sind so viele Pilze wachsen im Körper und verstanden, dass das wächst und wächst wegen dem Zucker oder Insulinresistenz oder Diabetes oder metabolisches Syndrom. Das wurde dann so ein Fokus von mir, dass wir jetzt wirklich das Förderungen ansuchen bei der Regierung. Und die müssen auch verstehen, dass die meisten in der Welt verstehen, dass, und deswegen seid ihr in der Root Community da, um Leute aufzuklären und dass sie verstehen, wie groß diese Sache ist. Gehen wir zurück zur Genetik. Ich müsste es wirklich wissen, dass Genetik ist Genetik. Aber wenn du einen schlechten Lebensstil hast, schlechte Sachen isst, nicht dich nicht bewegst, nicht genügend schläfst, am Schreibtisch sitzt den ganzen Tag, das macht die genetische Komponente noch schlimmer. Und ich sage das sehr oft, dass es ein Umweltfaktor ist, sehr oft, dass das Epigenetik freischaltet oder im Körper, dass dieser Zyklus startet. Unser Job als bei Root ist, dass wir Leuten Produkte geben, das umzudrehen, mehr Frieden im Körper zu haben, damit sie diese Probleme nicht haben. Wir können es nicht behaupten, dass wir das heilen, aber wir können behaupten, dass wir den Körper versuchen zu helfen, so gut zu sein, wie es nur geht. Und bei Insulinresistenz, Diabetes, ist es nicht so, dass der Körper optimal funktioniert. Wir versuchen, den Körper in einen optimalen Zustand zu bringen. Wenn ihr schon Diabetes habt oder metabolisches Syndrom oder Insulinresistenz, dann müsst ihr daran arbeiten, dass der Körper besser funktionieren kann. Also die Verbindung zwischen Insulinresistenz und GLP-1. Medikamente, darüber reden wir, aber vorher GLP-1, Glucagon-like-Peptide 1, das ist ein Hormon, das im Darm produziert wird. Ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gehört habt, aber insbesondere in den L-Zellen des Dünndarms und im NTS des Hirnstamms wird es gebildet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels, indem es die Insulinausschüttung stimuliert und die Glukagonsekretion als Reaktion auf die Nahrungsaufnahme, insbesondere nach den Mahlzeiten, hemmt. Das kann wirklich positiv oder negativ sein. Was meine ich damit? Der Mechanismus davon kann Glukosespiegel erhöhen. Wenn es richtig funktioniert im Körper, dann hast du diese Probleme nicht. Aber wenn du GLP-1 hast, dann kann es positive und negative Dinge bewirken. Also du musst es auf jeden Fall kontrollieren. Ich glaube nicht, dass dieses Leid alles erklärt davon, einiges versucht, ein bisschen was nur uns darzustellen, aber Peptide 1, dem Hormon im Darm, kann es wirklich eine entscheidende Rolle spielen. Eine der Dinge mit Ozempic und anderen Medikamenten ist, dass es versucht, das zu beeinflussen, damit der Zuckerspiegel runtergeht und Insulin kontrolliert wird, damit du diesen Appetit nicht hast, der ist nicht so hoch und niedriger, das wird besser reguliert. Und deswegen werden sehr viele Medikamente diesbezüglich produziert. Und wenn ihr euch anschaut, was wir und ich auf der Nahrungsergänzungsmittelseite gemacht haben, ich habe versucht, diese Hormone zu kontrollieren und in Gleichgewicht zu bringen, weil das Beste, wie ich es erklären kann, ist, dass es sehr viele Dinge im Körper
passieren und ja, es gibt gute und schlechte Rolle von Insulin und vom Stoffwechsel im Körper. Alles, was in Ungleichgewicht kommt, kann ein Problem verursachen. Ich nutze mich als Beispiel. Ich habe einen Tumor gehabt hat mein Körper ein Wachstumshormon gehabt. Und ich war bei 27, 28 damals und ich habe einen Hormonspiegel von einem 18, 16- bis 18-Jährigen gehabt. Und da gab es gute Sachen natürlich, weil ich nicht so gealtert habe. Meine Schuhgröße ist größer geworden, ist gewachsen. Aber der Tumor hat für mich hat meine Augen verschlechtert. Ich hätte auch sterben können. Also das Insulin im Körper, wenn es konsolidiert kann, da ist das Problem auch auftauchen. Das Problem ist, wenn das Insulin resistent ist und der Körper das nicht funktioniert, dafür dann richtig funktioniert, dann wird es negativ. Nächstes Slide. Reden wir über den Zusammenhang zwischen Insulinresistenz und GLP-1-Medikamenten, Schlüssel zur Blutzuckerregulierung bei der Behandlung von Diabetes. Also nochmal, denn Insulinresistenz und GLP-1-Medikamente wie Ozempic sind im Zusammenhang, sind durch ihre Auswirkungen auf die Blutzuckerregulierung miteinander verbunden. Und ich verstehe aber auch die Nebenwirkungen, die dort auftauchen können, wegen dem, wie das Medikament zusammengestellt wurde und welchen Einfluss es auf GLP-1 hat. Insulinresistent liegt vor, wenn der Körperzellen nicht wirksam auf Insulin reagieren, was zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel führt. Und das sage ich oft, wahrscheinlich jeder diesem Call ist es so, dass es mal passiert, dass der Körper einen hohen Blutzuckerspiegel hat. Also Medikamente wie Ozempic wirken, indem sie die Insulinausschüttung der Bauchspeicheldrüse erhöhen, die Glukagonsekretion, ein Hormon, das den Blutzuckerspiegel in die Höhe treibt, verringern, die Magenentleerung verlangsamen und die Sättigung fördern. So funktioniert das Medikament. Wenn du dir anschaust, wie Scalp funktioniert ähnlich, aber es versucht den Körper zu beeinflussen, dass der Körper besser auf Insulin reagiert. Es funktioniert effektiver, aber es macht es natürlich und nicht auf der Art und Weise, wo wir diese Nebenwirkungen haben, wie Ozempic es haben können und andere Medikamente. Jeder redet über Ozempic, aber die Wahrheit ist, es gibt eine ganze Klasse von Medikamenten und die haben ein bisschen anderes Mechanismus, aber ganz ähnlich. Sie versuchen, mit dem Körper zu arbeiten und unnatürliche Art und Weise, damit der Körper effektiver arbeitet. Also es ist ein guter Hintergrund, Vorhaben dahinter, aber die Nebenwirkungen sind das Problem. Deswegen solltest du etwas Natürliches eher probieren. Du solltest etwas für 30, 60, 90 Tagen bis zu einem Jahr probieren, wie der Körper funktioniert, ohne Medikamente. Aber wenn du keine andere Option hast, solltest du ein Medikament nehmen. Nächstes Slide. Ich muss hier mal stoppen und ich möchte, dass Dr. Fadwa übernimmt. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch ein bisschen was über Sculpt und Crush sprechen. Und ich werde mich auf Sculpt konzentrieren jetzt. Also wenn ihr euch Sculpt anschaut und die natürlichen Inhaltsstoffe und den Prozess, den ich gemacht habe, dann war dieses Produkt dafür da, mit dem Körper reinzugehen und sich zu regulieren. Ich kann natürlich das nicht behaupten, dass es Insulinresistenz oder Diabetes heilen kann, aber ich weiß, dass die Formel, die ich produziert habe, reingeht und wirklich diese Entspannung im Körper macht, nachdem du entgiftet hast. Sehr viele fragen mich, ob man Clean Spirit oder Clean Spirit vorher nehmen sollte. Und natürlich ist meine Antwort ja. Obwohl wir sehr viele Leute haben, das müsst ihr auch wissen, die nicht Clean Slate nehmen oder Clean Spirit und die Scalp nehmen. Das dauert dann ein bisschen länger. Das bedeutet aber nicht, dass dieses Produkt nicht effektiv funktionieren wird, um den Körper bessere Spiegel bei Insulin zu erhalten. Das Problem ist, wir können keine Behauptungen aufstellen über Insulin oder Diabetes, weil wir Nahrungsergänzungsmittelunternehmen sind. Aber ihr müsst wirklich mit Leuten reden, wie dieses Produkt Menschen weltweit hilft, nicht nur mit dem Körper außerhalb, weil wir Leute überall haben, die Gewicht verlieren. Aber ich würde auch sagen, dass ihr mit Leuten reden sollt,
wie es das Innere des Körpers beeinflusst. Und das ist das Wichtigste bei Sculpt. Und das ist wirklich ein Produkt, das ist dazu da, um den Körper zu regulieren. Es ist ein Überwachstum von Pilzen und Parasiten in dieser Welt. Wie wir wissen, ich habe ein Interview gemacht und sie haben mich über Zombies gefragt. Und Zombies sind ja eigentlich, wenn man sich die Geschichte anschaut, und das sehen, Patrick muss auch lachen, weil das ist wirklich auch ein Pilzüberwuchs. Und wenn man sich anschaut, die übernehmen dann den Körper. Und jeder weiß ja, ich rede sehr oft über Pilze und Parasiten. Ich denke nicht, dass wir Zombies sind, aber ich denke, dass wir diesen Pilzüberwachstum haben, Überwuchs haben. Und bei Pilzen und Parasiten, das habe ich nicht auf der Flasche. Ich sage nicht, dass Sculpt und Crush das macht. Aber einer der Gründe, wieso ich Sculpt und Crush gemacht habe, weil ich mir Sorgen gemacht habe über Pilz- und Parasitenwachstum. Und also wenn ihr wirklich euch anschaut, wo Alzheimer Typ 3 herauskommt vor ein paar Tagen, ich habe in der Community schon vor 3,5, 4 Jahren schon darüber gesprochen. Ich habe verstanden, dass es ein großes Problem ist und sehr viele Krankheiten verursacht und Probleme auf der ganzen Welt. Und ich habe gewusst, dass etwas sich verbreiten wird. Diese Produktlinie wurde entwickelt, um unterschiedlichen Bereichen zu helfen. Und das sage ich kontinuierlich. Dein Körper ist ein Tempel. Du bist der König oder die Königin deines Körpers und du musst dich darum kümmern. Wenn es richtig funktioniert, dann wirst du die Veränderungen sehen, die du sehen wirst. Dr. Fadwa, bist du hier? Ja, ich bin hier. Ich weiß, dass du das liebst und ich das einfach übergebe, aber du bist fantastisch. Du solltest vielleicht ein bisschen, ich weiß, dass es schwer ist, über Pi-Plasma-Ebenen, Spiegel zu sprechen und Studien, aber ich möchte, dass du erklärst ein bisschen also Nebenwirkungen von den Pharmaprodukten, auch positive Nebenwirkungen von Sculpt und Crush, weil ich denke, eine Nebenwirkung von Sculpt ist, dass man mehr Energie hat und besser schläft. Eine Nebenwirkung von Sculpt, Blut funktioniert besser. Ich kann nicht behaupten, dass hier jedem das so passiert, aber unsere Nebenwirkungen sind ganz andere als bei Ozempic oder bei Abnehmerprodukten, weil langfristig kann es sehr viele Probleme im Darm verursachen und ich denke auch im Herz, Gehirn und im Körper, obwohl niemand darüber redet. Also es wäre schön, wenn du einiges darüber erklären könntest, wieso Leute nicht so schnell Sculpt Gewicht verlieren. Das wäre fantastisch. Und ich möchte auch, würde auch gerne sehen, wie diese zwei Produkte gemeinsam helfen, wegen Proteinen und Aminos, den Körper beeinflussen, weil man sehr viel mit dem Altern verliert. Und Patrick, wenn du ein bisschen etwas verschenken würdest, das wäre auch noch super. Okay, vielen Dank. Es ist so schön, euch zu sehen. Ich schicke euch viel Liebe und ich gebe es das Wort weiter an eine fantastische Frau MD und sie wird den Chor weiterführen. Vielen Dank, eine große Ehre für mich. Ist gut? Patrick, du hast gesagt, dass du mich nicht so gut hören konntest. Ja, bereit. Ich habe mein Mikrofon mit, also es funktioniert, glaube ich, gut, besser. Also ich den Bildschirm teilen. Nein, Tiger, kannst du die Slides wieder? Entschuldige, ich habe nicht gewusst, dass sie die Slides nutzt. Ja, ist das das letzte? Nein, es gibt noch 4 Slides. Metabolisches Syndrom und Vitamine und Gewürze. Ich weiß nicht, ob du das ansprechen möchtest. Also ich kann das auch ohne Slides machen, ist auch in Ordnung. Gut. Okay, hi alle. Schön euch zu sehen. Könnt ihr mich gut hören? Also ich möchte nochmal hinzufügen, was Dr. Christina Rahm gesagt hat, die unterschiedlichen Mechanismen von den Medikamenten, was wir zum Abnehmen nutzen. Ich habe diese Medikamente mal gemacht, aber ich werde es nochmal kurz anschneiden. Und ich möchte euch über GLP-1 nochmal sagen.
in Peptide, das im Gehirn und im Darm ist. Es hat eine kurze Lebensdauer, also es funktioniert eigentlich nicht lange. Es sollte Insulin senken und es signalisiert der Bauchspeicheldrüse, Insulin zu sekretieren. Ich brauche ein bisschen Insulin, kümmere dich um den Zucker und dann schaltet es sich ab. Ozempic als GLP-1-Agonist, das bedeutet, es wird einfach eingeschaltet bleiben und das sollte nicht eingeschaltet bleiben. Also natürlich wird dieses Mechanismus ein kurzzeitiges Mechanismus. Also wenn es die ganze Zeit eingeschaltet ist und der Bauchspeicherdrüse ständig Insulin produzieren sollte, vor allem wenn das nicht richtig funktioniert, dann wirst du andere Systeme auch einschalten und dieses GLP-1 übertreiben, einfach kompensieren. Wenn du das machst, dann brauchst du die Fettzellen auch mitspielen. Sie werden sehr viel Zucker übernehmen, wie es geht. Und das ist alles weiß, nicht braun. Und du wirst Probleme haben, dieses Zucker abzuabsorbieren. Wenn du Fettleber hast, dann wird das auch nicht funktionieren und extra Zucker aufzunehmen. Und wenn du wenig Muskelmasse hast, dann wird das auch nicht funktionieren. Also das passiert mit Ozempic, mit Sculpt und die anderen Dinge, Typ-2-Diabetes auf der konventionellen Seite. Wir haben Patienten mit Typ 2, mit 3, 4 Medikamenten. Es ist so, als ob wir mit Clayton gesprochen haben, Sculpt hat diese multiplen Mechanismen. Wenn wir das konventionell gemacht hätten, normalerweise mit 3, 4 unterschiedlichen Flaschen und weil es ein Multifaktorial ist und du versuchst Fett, Muskel, Leber und Pankreas zu aktivieren und sämtliche Medikamente versuchen das. Also technisch wissen sie, was die Ursache ist, aber weil es synthetisch ist und nicht natürlich ist, werden die Rezeptorseiten, wo die Medikamente hingehen, dann pushen sie das weiter und es ist ständig unnatürlich eingeschaltet. Der Körper braucht Feedback-Loops und wenn es nicht funktioniert, nicht gebraucht wird, dann möchte der Körper das abschalten. Und Sculpt versucht, das so zu machen, dass diese Wege nutzt und diese Wege sollen sich erinnern, wie es natürlich funktioniert. Also wenn du schon Fettzellen hast, die sind meistens weiß, nicht groß und sie können Zucker nicht aufnehmen und freilassen, effektiv zumindest nicht. Und das braucht Zeit, wenn es heilen muss. Und wenn du eine Fettleber hast von Alkohol oder nicht alkoholisches Fettleber, dann dauert das auch Zeit. Und damit dieses Mechanismus mit der Formel von Sculpt funktioniert. Muskelmasse, ich habe gerade eine Studie gelesen. Also wenn wir sitzen den ganzen Tag oder arbeiten oder lesen oder Filme anschauen, sollten wir immer in der Lage sein, Kalorien zu verbrennen. Unser Körper sollte eine kalorieverbrennende Maschine zu sein, wenn man sehr viel Muskelmasse verloren hat, wie ich, weil in den letzten 3 Jahren habe ich sehr viel gesessen, habe ich keine Kalorien verbrannt. Und wenn du dir ihr Lebensmittel anschaust, dann wirst du schon Essen anschaust, wirst du zunehmen. Das bin ich, weil ich sehr viel Muskelmasse verloren habe, sehr viel kalorische Energie, was verloren gegangen ist, sehr viel Krafttraining so wichtig und Crush so einzigartig ist, weil es hilft dabei, den Muskel aufzubauen, Ausdauer aufzubauen, antioxidative Produktion mit Tetrosort. Das ist und Glutathion, es hilft dabei, Glutathion zu machen. Also du hast diese zwei Dinge, die gleichzeitig die einfach dir die Unterstützung geben, die du brauchst. Und damit diese Mechanismen im Körper, epigenetischen Mechanismen, einfach anfangen können zu heilen und wieder zu arbeiten. Und wenn ich sage heilen, das ist keine medizinische Behauptung, sondern die Schäden, die wir haben, damit wir nicht abnehmen konnten. Macht das Sinn? Soll ich ein paar Fragen beantworten oder soll ich, also weil eine Sache, dass ich mich erinnern kann, wenn du zurückgehst nochmal zu Root You, da habe ich darüber gesprochen, zum Biohacking, was man machen kann,
Wir haben andere Produkte bei Root, die bei diesen Bereichen helfen, das ich angesprochen habe. Leberentgiftung, Crush macht da auch sehr viel. Es bereinigt die Glyphosate wie Schwermetalle mit CleanSlate. Wir haben Immune Defense Shield, es hilft mit den Mitochondrien. Wir brauchen Energie natürlich. Wenn du Muskelmasse verlierst, dann verlierst du Energie. Du musst jetzt über die Zweigekelle, das sind die Mitochondrien für Energie. Und ich habe einen Artikel gelesen, dass sie neue Abnehmeprodukte suchen neben Ozempic und sie fokussieren sich auf die Mitochondrien. Da mache ich mir wirklich Sorgen, weil sie wollen da reingehen. Mitochondrien leaking, da müssen sie, möchten sie dort rein und es einfach dazu zu zwingen, Energie zu machen. ATP benötigt eine Diät, Kohlenhydrate, Proteine und Fette, damit es Energie produzieren kann, damit, wenn man die Mitochondrien zwingen wollen, es besser und schneller zu funktionieren, dann wird es nicht die Nährstoffe bekommen, die es braucht. Also da habe ich mir Sorgen mit diesen neuen Medikamenten. Damit möchte ich sagen, wenn du Energie verlierst von den Muskeln, die nächste Quelle ist in den Mitochondrien. Wir haben Biohacking, Crush ist eine super Kombination, weil es Muskel hinzufügt, Aminosäuren für die Muskeln. Und die Energie, die du brauchst, durch Tetrasalz und Butyrinsäure gibt es ja auch. Das ist für die Fettschicht der Zelle. Und wenn du noch mehr Mitochondrien-Unterstützung bekommen möchtest oder brauchst, kannst du Immune Defense Shield noch nutzen. Vielleicht brauchst du zusätzliche Darmunterstützung mit Restore und Sirolin. Diese Wege brauchen vielleicht extra Unterstützung, abhängig davon, was für einen Lebensstil du führst.